Nee, nicht abschalten. Ihr habt gesehen, hier hinten stehen Stiefel. Und wir hatten ja schon ein oder zweimal diesen ganz pfiffigen Ansatz von mir mit, man kann auch mit Stiefeln Workouts machen. Und nur weil man gerne Stiefel trägt, stylisch und fashionable ist, heißt es nicht, dass man unsportlich sein sollte. Apropos Fashion und Style. Kennt ihr das auch? Man hat diese tolle Idee und das klappt nicht so richtig. Ja? Man fragt sich, wie kann es sein, dass Boxer sich so die Boxhandschuhe einfach so um den Hals hängen, weil das geht nämlich gar nicht. Weil die pappen nämlich logischerweise, mir war es auch nicht so klar, die pappen irgendwie eben nur so gegenseitig klett an dem anderen. Und das heißt, wenn man sie verlängern will, dann geht das nicht. Also achtet mal drauf. Wahrscheinlich haben die Boxer, die das so lästig um den Hals tragen, immer drei. Macht nichts, weil mir ist dann sofort die Idee zu einem Boxhandschuhschal gekommen. Es geht jetzt gleich um Warmmachübungen für das Boxtraining, die allerdings natürlich nicht nur fürs Boxtraining geeignet sind. Und damit komme ich gleich brückenschlagend zu dem, was ich anhab. Es ist nämlich ein Kleid, ja, ein Kleid, was ausnahmsweise mal mehr als anständig ist. Es hat nämlich schon das Unterteil eingebaut und damit ist es nicht nur zum Boxtraining, wäre es super. Nein, es ist genauso super zu allem anderen, aber auch zum Style-Tipp. Plopp. Tennis spielen. Ja, genau. Also, das ist quasi eine eierlegende Wollmilch-Tennisballsau. Und dieses Kleid habe ich jetzt erst entdeckt, jetzt kurz bevor ich meinen Tennisschläger an den Nagel hänge und die Boxhandschuhe schon ziemlich eingestaubt sind. Macht aber nichts. Für euch vielleicht ein guter Tipp. Und natürlich die Anregung, die ich euch nicht verkaufen könnte, nur weil ich dieses tolle eierlegende Kleid habe. Nein, die Übungen werden quasi perfektioniert in jeder Richtung, stylisch, fitnesstechnisch und überhaupt von dem richtigen Gummistiefel. Und da habe ich mich ein wenig schwer getan. Die Auswahl ist wie immer bombastisch. Ich habe sie aber schon ein bisschen eingekreist. Wir werden heute Ton und Ton gehen, das heißt schwarz zu schwarz. Und ich weiß eigentlich auch schon, welchen ich nehme. So, ich muss auch diesmal gar keine Sorge haben. Wenn da irgendwas blitzt, dann ist es noch anständiger als sonst. Wie gesagt, das ganze Teil ist unterfüttert, doppelt unterfüttert. Einmal das Bustier und dann dieser Anzug. So, das ist der altbekannte rockige Hunter. Das ist mein neuer Eggle, den ich euch schon vorgestellt habe. Will nicht. So viel zum Thema Fitness. Okay. So. Will immer noch nicht. Originalton kann ich nichts für. Ja, Stiefel, der wirklich am Bein perfekt sitzt, beim Anziehen mit Geräusch verbunden. So, wir haben jetzt die beiden Stiefel und mal gucken. Stiefel 1, der Eggle. Stiefel 2, der Hunter. Und welchen wird sie wohl wählen? So, wer jetzt denkt, ich habe ja gar keine Ahnung vom Boxen, ja, ich weiß, da müssten jetzt einfach noch die Manschetten rein, die habe ich jetzt gerade nicht zur Hand und das soll ja jetzt einfach nur ein bisschen Inspiration, Dekoration und Überhauption sein. Warum mache ich das zum Thema? Also nicht nur, um ein schönes Kleid zu zeigen, nein, nicht nur, um die Gummistiefel zum Kleid zu zeigen, auch nein, ich war in Vorbereitung auf meinen Kurs morgen, High Rocks, ihr erinnert euch dunkel. Und ich habe mir überlegt, machen wir doch mal was zum Aufwärmen. Was hat mir eigentlich immer am besten gefallen? Und dann dachte ich an Boxen.
weil das Aufwärmen hat wirklich ganz viele Komponenten und das passt eigentlich natürlich sehr gut zu Hyrox und eigentlich zu jedem anderen Spiel. Wir beginnen am Anfang erstmal mit einem lockeren Arm kreisen, wobei wir die Schultern mitnehmen. Und wer jetzt schon seine Stiefel zeigen möchte, ja, der kann das gerne machen. Ja, richtig. So, die Arme gehen andersrum und die Stiefel könnten auch andersrum gehen. So, Jumping Jacks. Habe ich auch schon immer gerne gemacht. Eine sehr schöne Sache für Stiefelträger ist Hacke zum Po. Auch gerne seitlich mal genommen. Ja, wer jetzt denkt, ach Mensch, das ist ja gar nichts. Macht das doch mal eine Weile. Ihr braucht das eigentlich gar nicht so lange zu machen, weil all diese Sachen 5 bis 10 Sekunden oder 5 bis 10 Mal, da werdet ihr schon warm. Noch etwas, was sehr schön aussieht und wo wir jetzt schon wahrscheinlich an unsere Gleichgewichtsgrenzen geraten, also ich auf jeden Fall. Und ich meine, ich mache ja schon Sport. Wir fangen an und ich hoffe, es sieht jetzt so toll aus, wie eben gerade bei dem Boxer und seinem Trainer. Wir fangen an, es ist eine Dreiteilübung und zwar gehen wir erst quasi in die gestreckte Standwaage. Dann gehen wir nach vorne und nehmen das Knie hoch. Wundervoll. Und dann setzen wir vorne ab und gehen in den Ausfallschritt mit Streckung. So, wer jetzt nicht gedacht hat, wow, sind das Stiefel, der hat vielleicht gedacht, wow, ist das eine coole Übung. Wie sieht die wohl andersrum aus? So, und wenn ihr dabei 10 bis 15 Mal umgefallen seid, macht gar nichts, aber dann solltet ihr an eurem Gleichgewicht arbeiten und dann ist es eine ganz tolle Übung für euch. Natürlich auch wieder eine Übung, die dem Stiefel Rechnung trägt. Wir bewegen das Bein nach oben und den Arm. Der Arm schwingt von hinten nach vorne und idealerweise zum gestreckten Bein. Hüft öffnen, sieht jetzt nicht ganz so elegant aus. Knie zur Seite. Bei mir kracht es bei solchen Übungen immer. Das Krachen wird ein bisschen weniger, wenn man es dann öfter gemacht hat. Einige kennen das vielleicht auch aus diesen typischen Hochseite hinten ran. Sieht immer ganz schön aus, wenn man nicht ganz so rotiert. Und wir erinnern uns, auch da sind wir wieder in der Standwaage zu der Übung, die wahrscheinlich die herausforderndste ist. Ich könnte das noch stundenlang mit euch machen. Ich hoffe, der Punkt ist klar. Ihr sagt, welcher von den vielen Punkten? Ne? Das ist ja klar. Bewegung, Stiefel, Kleid. Warm-up vom Workout. Zum Abschluss nochmal Ruhe. Das geht schon mal nicht so ganz gut. Wer das machen kann, ist sehr gelenkig.